Während im Rest Europas finsteres Mittelalter herrscht, strahlt die Kultur von Al-Andalus. Bereits Ende des 10. Jahrhunderts besitzt Córdoba mehr als 300 öffentliche Bäder, in denen die Bevölkerung Entspannung sucht und der Forderung des Koran nachkommt, sich reinzuhalten. Die Moderne entdeckt zunehmend wieder die Annehmlichkeiten des Hammam. Überall in Andalusien entstehen Bäder im arabischen Stil. Von den alten Originalen gibt es kaum noch Reste. Die christlichen Herrscher lassen sämtliche Badeanstalten als Orte unzüchtiger Vergnügungen zerstören. Es gab eine Zeit, in der Religion und Wissenschaften die muslimische Kultur zu einmaliger Blüte brachten. In Al-Andalus, dem heutigen Andalusien in Südspanien. Im Jahr 711 setzen die ersten muslimischen Truppen aus Nordafrika nach Spanien über. Nur 80 Jahre nach dem Tod des Propheten erstreckt sich das Reich seiner Nachfolger damit von den Grenzen Chinas im Osten bis nach Spanien im Westen. Auf der iberischen Halbinsel entsteht die neue maurische Kultur von Al-Andalus. Arabisch wird zur Sprache des Volkes und der Wissenschaften. Granada, Sevilla und Córdoba werden zu kulturellen Zentren, die mit Damaskus und Bagdad um Macht und Ansehen konkurrieren. Córdoba erhält schon im 8. Jahrhundert eine Moschee. Emir Abdurrahman selbst legt an der alten Stelle den Grundstein zu einem der beeindruckendsten Monumente des Islam. Zu einem Weltkulturerbe der Menschheit. Der Mesquita, der Moscheekathedrale von Córdoba. Die Säulen, es sind über 800, stammen zum Großteil von Gebäuden aus der Römerzeit. Während im Rest Europas finsteres Mittelalter herrscht, strahlt die Kultur von Al-Andalus. Mediziner entwickeln bahnbrechende Diagnoseverfahren und Operationsmethoden, die bis in die Neuzeit angewendet werden. Den Blutkreislauf kennen die Mauren schon 300 Jahre, bevor ein Engländer die Entdeckung in Europa für sich beansprucht. Ohne die mathematischen und mechanischen Errungenschaften aus Al-Andalus wären ein Leonardo da Vinci und die europäische Renaissance nicht denkbar. Unübertroffen sind die maurischen Astronomen. Gebetszeiten, die Ausrichtung nach Mekka und religiöse Feste müssen exakt nach den Gestirnen bestimmt werden. Die Mauren perfektionieren die Kunst der Navigation, ohne die Kolumbus Amerika nie entdeckt hätte. Doch von all dem Glanz aus Al-Andalus dringt zu dieser Zeit nur wenig ins christliche Europa. Den Christen gilt im Zeitalter der Kreuzzüge der Islam als ein Werk des Teufels. Nur wenige Wissbegierige machen sich auf den Weg an den südwestlichen Rand der bekannten Welt. Reisende aus Mitteleuropa und Emissäre des Oströmischen Kaiserreichs waren tief beeindruckt. Die Stadt hatte bis zu 1 Million Einwohner. Es gab automatisch betriebene Wasserspiele. Córdoba war eine Stadt für die Bürger, für eine Zivilgesellschaft, mit einem Nebeneinander der Religionen. Und es entwickelte sich auch so etwas wie eine Wissensgesellschaft. Die Reisenden aus dem Norden sprechen ehrfurchtsvoll vom Juwel der Welt. Aus einer Stadt, die nachts ihre Straßen beleuchtet, kehren sie zurück in ihre dunklen Klöster und Burgen.
Der Islam entwickelt das modernste Gesellschaftssystem der Welt. Aber schon nach 300 Jahren maurischer Herrschaft, in der Juden und Christen sich unter den muslimischen Herrschern frei entfalten konnten, beginnt der Niedergang. Innermuslimische Machtkämpfe erschüttern die Grundfesten des Kalifenreiches. Muslimische Eiferer aus Nordafrika bekämpfen die liberalen Herrscher Andalusiens. An den Grenzen im Norden erstarken die christlichen Gegner. In 1492 übergibt der letzte maurische Herrscher den Rest des einstigen Imperiums an die katholischen Könige Isabella und Ferdinand. Die neuen Herrscher brechen mit der friedlichen Koexistenz der Religionen. Mitten in der Moschee von Córdoba errichten sie eine christliche Kathedrale. Mit Gewalt vertreiben sie den Islam von der iberischen Halbinsel. Doch das Erbe von Al-Andalus ist nicht verschwunden. Es hat Europa erst möglich gemacht. Als Córdoba im Jahr 1236 von Ferdinand dem Heiligen zurückerobert wird, weiht man die Moschee zur katholischen Kirche um. Man ändert nur wenig, errichtet einen Altar und baut nach und nach Kapellen in den Säulenwald ein. Aus der islamischen Begegnungs- und Versammlungsstätte wird ein sakraler Raum, ein christliches Gotteshaus. Erst in der Renaissance greift der Klerus mit rauer Gewalt in den Moscheekorpus ein und setzt ihm eine Kathedrale ins Herz. Das Volk leistet Widerstand, doch die Geistlichkeit kann den Bau durch ein Machtwort des Kaisers erzwingen. Der Fünfte soll diese Entscheidung bereut haben. Ihr habt zerstört, was einmalig war, und etwas hingestellt, das man an jeder Ecke sehen kann, zürnt er. Letztlich aber tragen die umstrittenen Baumaßnahmen dazu bei, dass die Meskita die Zeiten überdauert. Und dies nicht nur als Museum, sondern als eine lebendige Glaubensstätte, ein Zeugnis für Muslime und Christen, die hier vor fast 1300 Jahren gemeinsam gebetet haben. In den Gassen rund um die Moschee hat sich weit mehr des maurischen Al-Andalus erhalten, als man auf den ersten Blick vermutet. Córdoba verrät noch immer den Grundriss einer muslimischen Stadt. Die Häuser zeigen sich nach außen abweisend und verbergen in ihrem Inneren beschauliche Innenhöfe, die Patios. Anders als das Atrium der Römer, das der Repräsentation dient und den sozialen Status vor Augen führen soll, ist der maurische Patio ein Ort persönlichen Genusses, ein Haram, eine nach außen abgeschlossene Zuflucht der Familie. Das hektische Treiben des Alltags, der Lärm der Straße, dringen nicht durch die dicken Mauern. Für die Völker der Wüste bedeutet jedes Stück blühender und grünender Natur einen Blick ins Paradies. Es sind die Nomaden, die den Blumentopf erfinden, um ihre Gärten mit sich nehmen zu können. Wasser ist das Elixier des Lebens. Es ist zu wertvoll, um es unbeachtet vorbeiströmen zu lassen. Die Männer des Propheten nutzen die Kraft des Guadalquivir, der noch seinen arabischen Namen verrät. Wadi el-Kibir, der große Strom. Während das Abendland noch keinen Sinn für Hygiene zeigt und im Krankheitsfall noch die Sünden am Werk sieht, werden in Córdoba berühmte Denker und Ärzte wie Averroes geboren. 200 Jahre bevor Paris als erste westliche Metropole seine verdreckten Wege auch nur befestigt,
reinigen in der Kalifenstadt schon Straßenpfleger die gepflasterten Gassen. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be-illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Parnas, who gazed up to the heavens passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Parnas. Stand by. I'm ready for takeoff! You did forget one thing, though. A tail, useful for landing. Ah! My back! Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend. Why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use cat gut. Cat gut? From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Mariam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation,
helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. Yeah, that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine, my legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Well, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait! Whoa.